Wir haben in der ersten Lesung die 10 Gebote gehört in der Fassung aus dem Buch Exodus. Es gibt nämlich zwei. Die zweite ist im Buch Deuteronomium, also das fünfte Buch des Mose. Und es ist nicht so wichtig, welche Fassung man nimmt, sondern was drinnen steht. Und die 10 Gebote, das ist so eine Sache, wenn du auf sie schauen würdest, so der Reihe nach, wird wahrscheinlich rauskommen, dass du kein schlechter Christ bist, keine schlechte Christin. Die meisten von uns befolgen diese Gebote. Also zumindest die Gebote 4 bis 10. Da, wo es um die zwischenmenschlichen Dinge geht, darum, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit der Welt umgehen, wie wir mit den Tieren umgehen. Das stimmt mehr oder weniger. Hier oder dort stolpert man. Aber ich würde sagen, das ist nicht so problematisch heutzutage. Auch wenn viele Ehen zu Brüche gehen, sehen sich doch jeder Mensch, wenn er eine Ehe schließt, dass es dauert. Man heiratet nicht jemanden, um die Ehe zu brechen, um eine Beziehung zu zerstören. Das sind Dinge, die wirklich selbstverständlich sind für die meisten Leute, nicht nur für Christen. Und ich glaube, das braucht man auch nicht so sehr zu erklären, weil wenn du mehr wissen willst, greife zum Katechismus. Da geht das Ganze ein bisschen in die Tiefe, was jedes dieser Gebote bedeutet. Ich möchte heute den Blick auf die ersten drei werfen. Da geht es nicht um Menschen, sondern um Gott. Das ist auch das, worum es Jesus im heutigen Evangelium geht, wenn er da im Tempel wirklich alles ausräumt. Was zu seiner Zeit in diesem Tempel gehört hat, aber der sieht, das dient nicht dem Gottesdienst, das muss raus und weg damit. Und er veranstaltet da seinen kleinen Aufstand im Tempel. Weil es ihm um Gott geht, um das, was in diesen drei ersten Geboten heute steht, die wir heute gehört haben, auch steht. Da geht es darum, wer Gott ist. Gott ist nicht wie du und ich. Und wenn man diese Gebote liest und das Evangelium hört, das tun auch viele Katholiken so, da versteifen sie sich darauf, dass es darum geht, dass der Gottesdienst, die Eucharistie, die Messe heilig ist. Sie muss heilig sein. Sie muss erhaben sein. Alles muss stimmen. Und wenn der Priester irgendwas anderes macht, als sie sich das vorstellen, flippen sie aus, gehen zu einem anderen, der besser ist als dieser. Ist auch alles berechtigt. Warum nicht? Jeder von uns ist nur ein Mensch. Es geht nicht nur um den Priester, es geht auch darum, ob in der Kirche alles so ist, wie es sein soll. Ich kann mich erinnern an meine Zeit, wo ich noch Pfarrer war und noch davor. Wenn du ein schönes Altartuch bekommst von irgendjemandem, der sich Mühe gemacht hat, den zu sticken und irgendwie festlich zu gestalten, wehe, du legst den nicht zu diesem Fest, wofür das gemacht wurde. Da sind bereit manchmal Leute aus der Kirche auszutreten, wenn du das nicht tust, weil sonst ist das nicht heilig genug, was in der Kirche geschieht. Viele suchen auch diese Heiligkeit, von der Jesus heute auch ein bisschen erzählt, und auch diese Gebote handeln im alten Ritus, auch im byzantinischen Ritus, weil sie einfach anders sind. Ist alles gut, aber ich glaube, das ist eine Verkürzung dessen, was hier gemeint ist. Es geht in den Geboten, die hier aufgelistet worden sind, nicht um den Gottesdienst. Wie Mose diese Gebote ausgesprochen hat, gab es keine heilige Messe. Also, wenn du diese Gebote liest und denkst, ja, ich mache alles richtig im Gottesdienst, kann stimmen oder auch nicht, ist dahingestellt, aber das betrifft mich eigentlich nicht, das erfülle ich, ja. Dann möchte ich dir sagen, da bist du zu 99% auf dem Holzweg, weil da geht's wirklich um etwas anderes.
Und darum, wie schon gesagt, wer Gott ist. Und Gott sagt unter anderem zu Mose, ich bin heilig. Und Gott ist so heilig, dass wenn er die Gebote verkündet seinem Volk, die alle die Hosen so gestrichen voll haben, dass sie sich dem Berg nicht mal nähern wollen. Also ich sage nicht dürfen, sondern sie wollen da nicht hin. Weil sie Gott irgendwie erfahren in seiner ganzen Gewalt. Das meint Gott, wenn er sagt, ich bin heilig, ich bin ganz anders als du. Also behandle mich auch so. Und es geht jetzt nicht um eine Angstmacherei, ne, dass Gott dir jetzt irgendwas Schlimmes antut, wenn du ihn nicht gut behandelst. Gott tut dir nichts an. Als ich noch Pfarrer in der Steiermark war, habe ich einmal in einem Gottesdienst, also war irgendwie um Weihnachten herum, gesagt, dass Gott verrückt sein muss. Und das war sein Wortspiel und das war gut theologisch fundiert, was ich gesagt habe. Eine Frau hat sich sehr aufgeregt und ist am nächsten Tag zu mir gekommen. In der Nacht hat es ziemlich gestürmt und hat mich zurechtgewiesen und mir gesagt, Sie dürfen sowas nicht im Gottesdienst sagen. Sie haben gesehen, da hat es gestürmt und Hagel kam runter und was weiß ich noch. Ich habe mir gedacht, na, wie klein ist dein Glaube? Nur meinetwegen würde Gott jemanden Schaden zufügen. Kann nicht sein. Also vor der Heiligkeit Gottes muss man keine Angst haben, aber ein gewisser Respekt sollte schon da sein. Und auch wenn Gott uns wie Freunde behandelt, er ist nicht wie die Freunde, die du kennst. Und wenn du dazu Amen sagen kannst, ja Gott, du bist heilig, ich glaube an dich, dass du mich erschaffen hast, dass du deinen Sohn geschickt hast, der mich errettet hat. Ich glaube daran, dass ich ein ewiges Leben vor mir habe. Sollte es auch Konsequenzen haben. Und da geht es in diesen Geboten um so einiges. Das wird dann aufgelistet, aber das sind so Kleinigkeiten, würde ich sagen. Aber an einem Gebot kann man sehen, worum es geht. Und das betrifft wirklich jeden von uns. Es geht um das Sabbatgebot. Und ich möchte jetzt nicht über die Sonntagspflicht sprechen, weil erstens ist das hier nicht gemeint. Da geht es um den Sabbat und nicht um den Sonntag. Also mal Klarstellung. Wir Christen übersetzen das für uns, dass es darum geht, Gott Raum zu geben. Und der Sonntag ist so ein geeigneter Tag dafür, dass sich die Gemeinde sammelt, miteinander betet, den Gottesdienst feiert. Stimmt schon. Da geht es auch um die Sonntagspflicht. Aber da geht es darum, Gott das zu geben, was ihm gehört. Und überleg mal, was von dem, was du hast, hast du dir selber erarbeitet. Also ich rede jetzt nicht über die materiellen Dinge, aber dein Leben, die Menschen, die du kennst, deine Familie, das alles ist ein Geschenk. Manchmal ein Zufall, dass du jemand begegnet bist, obwohl ich nicht so sehr an Zufälle glaube, aber manchmal wird es so sein. Aber Gott beschenkt dich reich. Die entscheidende Frage ist, also wenn man Geschenke gibt, dann macht man es nicht deswegen, weil man sich etwas zurückerwartet. Also ich kenne das von, ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, wie heißt das jetzt, The Big Bang Theory, da ist ein Sheldon Cooper, so ein bisschen durchgedrehter Typ und der hat das größte Problem mit Geschenken, weil er davon überzeugt ist, er muss den Wert des Geschenkes, das er bekommt von jemandem, ermitteln. Und er muss ein Geschenk zurückgeben, das genauso viel wert ist. Und er hat echt ein Riesenproblem damit. Das sind keine Geschenke, das sind Tauschgeschäfte. Gott will mit dir keine Tauschgeschäfte machen. Aber wenn Gott dich beschenkt, gibt es in dir auch Dankbarkeit dafür.
Manchmal ist es schwierig, weil das sind Dinge, die wir immer haben. Aber diese Dankbarkeit kann man in sich auch wecken. Man kann Gott einfach versuchen zu danken. Und das ist so wie mit Beten. Also man muss keine Lust aufs Beten haben, man kann es trotzdem machen. Das ist dann eine Zeit, die man Gott schenkt. Und darum geht es in diesem Sabbatgebot. Gott hat einen Tag, als er die Welt erschaffen hat, für sich genommen, damit er ruhen kann. Was es bei Gott bedeutet, habe ich keine Ahnung. Ich weiß, was es bei mir und bei den meisten Menschen bedeutet. In dieser Zeit des Ruhens, die Gott uns schenkt, geht es nicht darum, viel zu unternehmen. Also wenn du Familie hast, pflege das Familienleben, das ist nur gut und gerecht. Will dich davon nicht abhalten. Wenn du Freunde hast, besuche sie, alles gut. Aber wie viel von deiner Zeit gibst du wirklich Gott? Und nicht so, weil ich jetzt am Sonntag in den Gottesdienst kommen muss oder irgendwas machen muss, den Rosenkranz noch beten oder sonst was. Aber wirklich so freigebig. Weil die entscheidende Frage ist, was von dem, was du an religiösem Zeug tust, tust du gerne? Was von dem machst du wirklich gerne für Gott? Und das können auch unangenehme Dinge sein. Mich hat jetzt diese Woche ein Wort berührt und damit möchte ich schließen. Ich weiß jetzt nicht, von wem das ist, ist auch nicht so wichtig. Derjenige hat geschrieben, also viele Dinge, die wir im Alltag tun, sind so unliebsame Dinge. Also sind Menschen zum Beispiel, zu denen du ein gutes Wort sprechen solltest, aber dich nicht aufraffen kannst. Eine Arbeit, die schon seit langem liegt und du nicht anrühren willst, weil dich ekelt davor oder du hast einfach keine Lust darauf. Mach es aus Liebe zu Jesus. Nicht, weil da große Gefühle in dir sind, vielleicht sind sie, wenn ja, super, aber meistens gibt es da keine großen Gefühlsausbrüche, sondern zeig Jesus deine Liebe, indem du Dinge tust. Du musst dann diese Arbeit nicht gerne verrichten, aber du kannst sagen, Jesus, ich mag das nicht tun, aber ich tue das für dich, weil ich dich gerne habe. So wirst du sehen, dein Herz wird sich öffnen. Das ist eine ganz einfache Übung für das geistige Leben. Ich glaube, für die Fastenzeit auch ganz praktisch, weil da ist man auch ein bisschen offener darauf. Versuche, Gott gerne etwas zu geben, damit diese drei Gebote, die am Anfang des Dekalogs stehen, und sie stehen nicht ohne Grund am Anfang, auch ihren Platz in deinem Leben finden können.